Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es wieder in den Forsteinsatz, um Windwurf zu beseitigen, der über den Weg gegangen ist. So, jetzt geht's erstmal los. Der Sturm wütet, drei Bäume umgeworfen, sonst nichts. Ja, weil hier jetzt der ganze Käferbestand abgemacht wurde, hat natürlich der Wind leichtes Spiel. Dann hier die Einzelbäume dann anzugreifen und umzuwerfen. Die hätten eh noch abgemacht werden, das müssen hier die Käferbäume. Von mir nur halt jetzt hier um die Kirche ist es ein bisschen schade. Aber das war jetzt auch nicht so ein toller Baum. Aber trotzdem, na gut, so ist es halt. Muss jetzt aufgearbeitet werden. Der hängt hier jetzt noch ein bisschen auf halb acht Stellung. Den wird versucht halt mit dem Frontlader vorne zu packen.
damit er gehalten wird. Dann wird er hier zurückgezogen, damit er hier schön an die Seite kommt. Ja. Ah!
So, jetzt haben wir die Wiese von den groben Ästen befreit. So. Ja, wie ist denn das mit der Haftung, wenn jetzt die Bäume vom Sturm umgeworfen werden, mein Nachbar auf die Wiese und der Zaun wird beschädigt? Ja, da spricht man von höherer Gewalt. Der Sturm hat die Bäume, die ja jahrzehntelang gestanden haben, umgeworfen. Und dann ist ein Schaden beim Waldbesitzer eingetreten, dadurch, dass die Bäume halt umgeworfen worden. Und natürlich ein Schaden beim Grundstücksnachbar entstanden. Ja. Der Schaden, der jetzt auf beiden Seiten durch höhere Gewalt entstanden ist, müssen natürlich beide selbst tragen. Natürlich muss man freiräumen, der Weg muss freigeräumt sein. So ist das normalerweise so, dass der Waldbesitzer die Bäume wegräumt und grob aufräumt. Das gehört sich so. Aber in dem Fall halt der Schaden, der ist an der Wiese, da ist ja jetzt nicht viel Schaden aber hauptsächlich am Zaun. Das ist jetzt nicht alles durch den Windwurf entstanden, der Schaden, sondern auch hier durch die reguläre Holzernte vom Waldnachbarn. Das ist ja dann natürlich auch noch ein Thema. Was passiert, wenn ich jetzt eine reguläre Baumfällung mache, dann fällt auf den Nachbars Grundstück, der Zaun wird kaputt gemacht. Dann muss man natürlich in erster Linie den Schaden ersetzen, alles wieder herstellen, so wie es vorher war. Aber auch nicht in jedem Fall. Also da wollte ich ja auch von unseren Forstamtsleiter aufgeklärt, das ist nicht in jedem Fall der Fall, sondern wenn es nicht anders geht, dann muss man auch gewisse Dinge tolerieren. Ja, es kann sein, bei der Baumfällung muss Leib und Leben geschützt werden und dann muss halt eine Baumfällung auch auf das Nachbargrundstück erfolgen und ja, die Einschränkungen, die damit einhergehen, dass man ebenfalls zeitweise das nicht nutzen kann, muss man dann halt akzeptieren. Gut.